Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Läuft doch. Ich habe schon mir ein bisschen Überlegungen gemacht wegen dem Labor. Ich hätte gern zwei große Tische. Also, wenn man mal guckt, ich kann die ja, glaube ich, schon bauen, ne? Ne, ich habe es noch nicht erforscht. Aber das wären ja zwei große Tische. Jetzt habe ich natürlich keinen großen Tisch zum Vergleich, den ich platzieren kann. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich einen so platziere, kann ich hier vielleicht dann das Ding dran machen und dann hier noch einen, dass ich zwei große Tische hätte. Für kleine, ne? Dann muss ich das Drogenlabor da noch reinmachen und Lager fürs Drogenlabor. Ich will die Forschungsstation und das Drogenlabor in einem Raum haben. Also große Skulpturen können wir eigentlich überall in der Kolonie verteilen, ne? Wenn ich mehr Ärzte habe, wenn ich mehr Köche habe, kann ich auch hier den Raum dann mal ausbauen. Was ist denn bei denen passiert? Haben die sich hier wieder gestritten? Prügeln sich hier kaputt. Ich muss ja auch noch irgendwie die ganze Waffenproduktion und so muss ja auch noch irgendwo rein. Ich bin echt überlegen, tatsächlich noch einen Eingang für die Kolonie hier hinzumachen. Dann könnte ich hier die Produktion hinmachen. So die ganze Mechanik, Waffenproduktion und sowas. Hier nochmal so einen Gang hinmachen, der das verbindet. Ich habe mir hier halt keinen Zwischenweg gemacht, ne? Hier so. Wäre dann im Prinzip so. Ich tue die beiden mal weg. Den drehe ich. Ach, guck mal, sogar Rose hilft.
jetzt hier brennt, ist es eigentlich egal. Ich kopiere aber mal dieses Tor und mache das schon mal hier hin. Also Rose wird ewig brauchen, um hier zu dingsen. Ich will sie aber auch nicht rausschicken. Dann wird die wieder gejagt. Hier brauche ich aber wieder Schieferwände. Was für Brücken habe ich hier gebraucht? Stahlbrücke mit Zement. Ne, die waren es nicht. Welche waren das? Die hier waren das, glaube ich. Ach, guck mal, sogar noch Bauteile in der Wand gefunden. Aber es wird Zeit fürs Labor. Sobald das geforscht ist, bauen wir das. Bis dahin sind hoffentlich die anderen Räume auch fertig. So, hier brauche ich, was ist das für ein Boden? Slate Slabs. Ein Mechanodruiden-Cluster. Boah, 4-mal Todesschlafserum. Ich habe noch keine EMP-Waffen, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Ich behalte den erstmal, aber ich nehme ihn noch nicht an. Rose wird noch richtiger Bergarbeiter.
baue hier erstmal auch dann zu. Den Stahl, den schließen wir auch ein. Wir wollen erstmal den Gang haben und dann tue ich das im Nachhinein anpassen. Ich brauche nochmal die Slabs. Vielleicht hier noch Türen reinmachen. Hier prügelt sich wieder irgendeiner. Wer hat sich jetzt hier geprügelt? Naja, der soll ja automatisch aufwachen, oder nicht? Da ist einfach seine Hose kaputt gegangen. Während dem Todesschlaf. Der muss ja was Wildes geträumt haben. Wenn Ismael da versucht, er jetzt hier die Wand wegzuhauen, dauert das einfach ewig. So, wir können wieder Oberflächen glätten. Micha, einmal nochmal hier, ne? Oder so. Ach ne, hier müssen sowieso die Mosaikfliesen Schiefer, ne? Ne. Mosaikfliesen Sandstein? Ja. Die müssen hier hin. Nochmal eine kleine Abkürzung durch die Räume hier gemacht.
So, wieder Oberflächen glätten. Sehr gut. Die Forschung ist halb durch, das heißt, jetzt muss nur noch geglättet werden. Und wenn das dann geglättet ist, beziehungsweise Forschung durch ist, dann geht's hier weiter. Und wenn es dann der Raum durch ist, dann können wir erstmal den ganzen Klumpatsch hier rausholen. Ich weiß noch nicht, wo die Mending-Station hinkommt. Die wird dann wahrscheinlich später hier mit in diese Räume rein. War auf jeden Fall gut, dass wir auch hier den Durchgang gemacht haben. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom. So, wenn wir den drin haben, haben wir noch den hier. Ich glaube, sonst haben wir gar keine mehr auf der Insel. Dann werden wir uns den tatsächlich aufheben und erst bauen, weil wir wollen das ja dann nach und nach machen, dass wenn wir hier die Advanced Ressourcen haben, die Advanced Power Ressourcen, dass wir da zuerst den Advanced drauf machen, weil wir können die ja nicht upgraden, sondern wir müssen die, glaube ich, abreißen und können dann erst den Advanced draufsetzen. Und das machen wir dann nach und nach. Natürlich haben wir hier auch sehr viel Wasserkraft, die wir noch nutzen könnten. Aber schön, wie langsam die ganzen Steine hier aufgebraucht werden.
Jetzt habe ich denen aber schon wieder eine neue Aufgabe gegeben, anstatt mal die alte zu Ende zu machen. Verdammt! Ich schaffe es nie, die Baustellen zu beenden. Ich fange immer neue an. Bitte was? Das... Das Lager, da kann doch gar nichts verrotten. Vielleicht wäre es doch sinnvoller mit einer Doppeltür hier, ne? Machen wir erstmal nicht. Wir haben ja auch noch eine, die müssen wir dann später erstmal wieder wegreißen, wenn die durch ist. Noch 8 Tage. Go, Nayada, go! Du schaffst es! Ja, die gehen ja schnell. Hättet ihr mal ein bisschen Stahl mit runtergenommen, wa? Ich meine, die Norm hat ja mal gesagt, wenn wir hier so Baustellen haben, können wir hier einen Lagerplatz hin machen. Das macht aber nur Sinn, wenn wir Tragetiere oder Tragebots haben. Oder wenn wir priorisiertes Tragen haben. So, weil ja hier die ganzen Dinger rumliegen, werde ich jetzt mal noch was bauen, eine neue Baustelle eröffnen. Aber nur eine kleine. Und zwar einen Schmelzofen. Den ich erstmal auch dann hier mit reinsetze. Und dann mache ich hier auch mal die Mechanodruidenleichen hin. Hier wird sich in letzter Zeit öfter geprügelt. Genau, Rose. Ist immer wichtig, mit anzusehen, wie man Tiere schlachtet. Das musst du lernen. Ne, damit du auch weißt, was es heißt, Fleisch zu essen. Ne? Was Fleisch eigentlich ist. So, baut mal als einer hier das Ding eigentlich, oder? Kriegt Nayada direkt eine Fressattacke hier. Mike, die kannst du doch bestimmt beruhigen, oder? Bambi nur 14. Bei Jack Black. Und bei Pascal. Na komm.
Noch 2 Tage. Rose will uns beitreten. Was soll der Geiz? Wir nehmen auch Kinder auf, ja. Wir haben von allen Flüchtlingen haben wir mit Rose am meisten zu tun. Ist auch zäh, die Kleine. Aber dann müssen wir sie jetzt auch mal anpassen, ne? Und ab jetzt darfst du dann auch wieder überall hin. So, du da kriegst jetzt auch den Arbeiter dann. Und du kriegst auch eine Waffe. Du bist die Doppel-MP, bist du. Jetzt haben wir natürlich keine Klamotten für sie, ne? Sonst zieh mal den Kinder, sonst jetzt zwingen wir den Kinderparker einfach mal. Das ist gar nicht gut. Wir haben auch keinen in der Nähe. Scheiße. Naja, da wird als erstes da sein. Komm schon, schneller! Komm schon! Bleib am besten mal in ihrer Nähe, ne? Wir machen Operation Bluttransfusion. So, jetzt liegt sie, Bambi. Einmal bitte stabilisieren. Jetzt kannst du schon retten. Wir knallen noch Antibiotika hinterher direkt, weil das könnte eine Wundinfektion geben. Wir haben ja hier jetzt die Bluttransfusion.
Die würde ich gern sehen. So, Blutverlust extrem. Und zack, kann direkt wieder laufen. Okay. Das ist natürlich dann echt mächtig. Haben wir keine Bauteile mehr? Doch. Wieso baut's keiner hier? Gute Arbeit, Mike. So, wir machen als erstes. Wo ist denn hier Mechanodroiden einschmelzen? Mist. Krieg ich den hier noch rein, zufälligerweise? Wird eng. Aber dann, dann brauche ich die Mechanikwerkbank, ne? Und dann muss ich die nicht mehr einschmelzen, sondern zerlegen. So war das. Ah, komm, das passt hier rein. Aber ich mache das jetzt, glaube ich, tatsächlich so. Ich lasse hier was in die Wand ein und dann stelle ich das Ding dann in die Wand rein. Das sieht doch viel besser aus. Aber jetzt können wir auch Prothesen theoretisch herstellen. Okay, braucht einer Prothesen. Linkes Bein, aber Daniel König wollte, glaube ich, nichts, ne? Ja, er ist ein Körperpurist. Ohr, Augen können wir aber noch nicht herstellen. Ne, dann brauchen wir noch nichts. Also nichts Dringendes. So, aber das war's erstmal wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da stellen wir dann Rose erstmal ein, beziehungsweise geben ihr einen Namen. Also bis dann. Ciao.